Das Monatswesen August 2024, der achte Monat. Liebes Monatswesen August 2024, lieber achter Monat, ich grüße dich sehnlich. Danke für deine Zeit. Bitte um deinen Segen und bitte um Information. Ich sehe mich plötzlich unter Wasser. Und ich kann unter Wasser spazieren gehen. Ganz leicht. Geht sich natürlich anders als auf der Erde, aber ich kann unter Wasser spazieren gehen. Ich sehe Unterwasserstädte. Dazwischen schwimmen so Fische rum. Und dann gehe ich durch ein Unterwasserportal und bin auf einmal im Universum. Und gehe da weiter, ohne dass ich da irgendwie einen Weg habe oder irgendwas. Ich gehe einfach genauso, wie ich im Wasser gelaufen bin, ohne dass ich da einen Weg oder eine Straße hätte, laufe ich jetzt durchs Universum. Ohne Weg und ohne Straße. Ich sehe das Universum immer so wie so ein Nachthimmel, wie ein Dunkel mit ganz vielen Sternen. Aber ich bewege mich darin so selbstverständlich, als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Bewege ich mich durchs Universum und laufe da rum. So wie, also ich komme gerade von der Arbeit und laufe nach Hause und laufe dabei durchs Universum. Jetzt fange ich an, so Schlaufen zu laufen, so Spiralen. Diese Spiralen formen einen Kreis. Dann laufe ich wieder durch das Unterwasserportal, laufe wieder unter Wasser durch diese, an diesen Städten vorbei und was mache ich denn da? Ich gehe jetzt durch ein anderes Portal und bin plötzlich in der Wüste. Da laufe ich jetzt über die Dünen und laufe auch so Wege und mache auch wieder einen Kreis mit diesen Bewegungen. Dann laufe ich wieder das Portal und bin wieder im Wasser. Gehe ich durch ein anderes Portal, lande in so einer ganz engen Schlucht, wo ich gerade so durchpasse. Gehe immer weiter und immer weiter. Macht auch wieder so eine Bewegung zurück und ich gehe wieder ins Wasser. Dann mache ich wieder gehe ich wieder durch ein Portal und komme in den Wald. Ich habe das Gefühl, das ist wie, als ob ich mir der unterschiedlichen Inkarnationen bewusst werde oder der unterschiedlichen Leben, die ich auf unterschiedlichen Planeten geführt habe oder sowas. Das Wasser kommt mir vor wie so das Fruchtwasser, in dem man immer wieder landet und von da aus wieder in eine andere Welt geht.
dann da seinen Lebenskreis beschreitet und dann geht man wieder in das Ursprüngliche und dann geht man in das Nächste und geht wieder in das Ursprüngliche. Aber was hat das jetzt mit dem Monatswesen August zu tun? Schau tiefer, sagt es. Ich bin jetzt in diesem Wasser weiter nach unten, mehr in die Tiefe gegangen. Da wird es immer dunkler und immer dunkler. Ich befinde mich jetzt in einem ganz dunklen Raum. Es ist ein bisschen, als ob ich in einem Kino sitze und entscheiden kann, welcher Film läuft. Schaue ich mir einen Unterwasserfilm an, schaue ich mir einen Wüstenfilm an, einen Waldfilm, was auch immer ich möchte. Das ist ein ähnliches Bild. Es geht scheinbar im August darum, wie kreiere ich mir meine Realität? Wie sieht die aus? Die kann heute so aussehen und morgen so. Aber das, was ich anfange, muss ich immer zu Ende bringen. Aber das scheint die große Frage im August zu sein. Wie kreiere ich mir meine Realität? Wie soll die aussehen? Und dann kann ich das mal so ausprobieren und mal so und daran sehen, ah, das gefällt mir nicht, so ist es gut, so ist es nicht gut, das ist mir langweilig, das macht mir Freude. Aber ich bin immer diejenige, die das bestimmt. Ich kreiere meine Realität. Niemand anderes. Und ich kreiere auch mich da drin, wie ich aussehe, was ich trage, wie ich mich gebe, was für eine Persönlichkeit ich bin. Auch das kann sich jeden Tag ändern. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich im Kern immer dieselbe klingt blöd, bin, aber im Kern bin ich eben immer ich. Also ist immer mein Wesen, dass ich unterschiedliche Ausdrucksformen sucht, aber es ist im Kern, bin das immer ich. Wir begreifen scheinbar im August, dass wir hier sind, um verschiedene Erfahrungen zu machen und dass wir die wählen. Dass wir nicht, dass uns das nicht zufällig passiert, sondern dass wir das wählen. Genau das, genau so, wie wir es haben wollen. Und scheinbar können wir das ab dem Wesen August 2024 auch bewusster noch machen. Unsere Realität verändern, unser Leben gestalten, schöpferisch tätig werden, für unser eigenes Leben schöpfen, erschaffen, so wie wir es haben möchten. Gestalte deine Realität bewusst. Aufmerksam. Mit großem Ernst und großer Freude. Gestalte. Täglich neu. Entscheide täglich neu. Entscheide. Gestalte. Schöpfe. Kreiere. Erträume. Erbaue. Erschaffe.
sei. Dankeschön, liebes Wesen August. Thank you.